Comedia Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Noch knapp 6 Wochen bis zum Zwickauer Ärzteball und berufliches Schulzentrum informiert über Ausbildungsangebot. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell, Ihrem regionalen Abendmagazin bei TV Westsachsen. Am 18. März steigt im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau wieder der Ärzteball. Bei Veranstalter Kraus Event laufen die Vorbereitungen derzeit mit Hochdruck. In der vergangenen Woche haben die Beteiligten über die Planungen berichtet. Die Organisatoren des Ärzteballs sind neben Grauchs Event auch die Kreisärztekammer und die Medizinische Gesellschaft Zwickau. Zu den Gästen zählen neben Ärzten auch andere Berufsgruppen, die mit dem medizinischen Beruf zu tun haben. Diese Veranstaltung kommt damit indirekt auch den Patienten der Region zugute, denn hier kommt die medizinische Fachwelt untereinander ins Gespräch. Ja, das ist ja eigentlich eines unserer Hauptanliegen auch gewesen, diesen Ärzteball überhaupt zu initiieren vor inzwischen 11 Jahren. Es ist leider so, dass durch die berufliche Beanspruchung für Freizeitaktivitäten, gemeinsame Aktivitäten oft wenig Zeit bleibt. Und der Ärzteball bietet schon die Gelegenheit, dann mal zusammenzukommen und am Rande dieser Veranstaltung mal sicher was Privates, aber doch auch mal den einen oder anderen Fall vielleicht zu besprechen, ganz einfach auch mal in entspannter Atmosphäre überhaupt ins Gespräch zu kommen und manchmal auch Leute kennenzulernen, mit denen man vielleicht fachlich schon am Telefon sich unterhalten hat, die man aber bis dato noch gar nicht kennengelernt hatte. Das ist eine gute Gelegenheit zum Gedankenaustausch, zum Gespräch ganz einfach und das wird auch so von den meisten Kollegen wahrgenommen. In diesem Jahr erlebt der Zwickauer Ärzteball in seiner heutigen Form seine 11. Auflage. Aber solche Veranstaltungen für die Mediziner der Region gab es schon wesentlich früher. Also die Tradition der Ärztebälle oder wie es früher zum Teil auch hieß, Frühlingsfeste und so weiter, das reicht bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts sozusagen zurück. Damals noch in Organisationen der Kassenärztlichen Vereinigung, die damals noch ihren Bezirkssitz hier in Zwickau hatte. Mit dem Umzug ist das dann auch nach Karl-Marx-Stadt, wie das damals noch hieß, mitgegangen. Dann gab es nur noch sporadisch Ärztebälle Anfang der 70er Jahre und nochmal einen Versuch zu Wendezeiten. Das ist allerdings nicht zu einer Tradition geworden. War bei uns ja auch nicht so geplant, muss man ehrlich sagen. Ich hatte eigentlich damals die Idee, gemeinsam mit Herrn Kraus mal einmalig so eine Veranstaltung durchzuführen und mal zu schauen, wie es sich entwickelt. Und jetzt blicken wir ein Jahrzehnt zurück und es hat sich entwickelt. Und das war nicht ursprünglich mein Plan, aber das haben sie jetzt jedes Jahr durchgeführt und eigentlich auch mit Erfolg durchgeführt, kann man sagen. Neben den privaten Gesprächen kommt zum Ärzteball aber auch das Fachliche nicht zu kurz. In diesem Jahr wird die Zwickauer Schriftstellerin Claudia Pulfürst forensische Geschichten zwischen Fiktion und Realität erzählen. Die unterhaltsamen Fälle hat sie zusammen mit einem Hamburger Rechtsmediziner aufbereitet. Aus fachlicher Sicht ist aber auch wieder die Verleihung des Heinrich-Braun-Förderpreises ein wichtiger Bestandteil des Abends. Ja, wir können sagen, dass wir seit 2010 diesen Förderpreis verleihen. Wir haben ihn unterwegs nochmal etwas modifiziert, weil ganz einfach sehr heterogene Preise eingereicht wurden. Das reichte also von Promotionsauskopplungen über Studienergebnisse bis hin zu Kasuistiken und Postern. Die sind dann schlecht miteinander vergleichbar und es ist dann auch eine Benachteiligung bestimmter Preisformen, wenn man die von vornherein dann immer ausschließt, sodass wir also zwei Kategorien geschaffen haben. In dem einen sind also die etwas umfangreicheren Arbeiten platziert und in dem anderen Kasuistiken und Posterdarstellungen. Und in beiden Kategorien haben wir dieses Jahr auch wieder Preise verliehen. Wir haben zahlreiche Arbeiten eingereicht bekommen, hatten eine sehr interessante und umfangreiche Jury-Sitzung, in der ja mehrere niedergelassene und auch in Krankenhäusern tätige Ärzte und auch medizinische Laien aktiv sind. Und wir haben letzten Endes insgesamt drei Preisträger in den beiden Kategorien festlegen können. Eines kommt beim Zwickauer Ärzteball auch nicht zu kurz: das soziale Engagement. In jedem Jahr können die Ballgäste Lose für eine Tombola kaufen. Am Ende wird der Erlös für gute Zwecke verwendet.
Auch da sind wir sehr froh, dass wir über all die Jahre dies machen konnten. Es wird wie in jedem Jahr die Tombola stattfinden. Das hat sich auch sehr gut etabliert. Die anwesenden Ärzte sind hier auch sehr, sagen wir mal, spendenfreudig. Und es wird aus dem Erlös zum einen wieder der Kids e.V. Unterstützt werden. Und wir können in diesem Jahr ein zweites Spendenprojekt noch unterstützen. Das wird in diesem Jahr die Lukas-Werkstatt sein, wo ein Teil der eingenommenen Gelder aus der Charity Tombola hinfließen wird. Moderiert wird der Zwickauer Ärzteball von Ulrike Wülfrath. So sicher sie auf der Bühne ist, so sicher ist auch ihr fachliches Wissen, denn sie ist selbst Allgemeinmedizinerin. Zu dem Job als Moderatorin des Abends kam sie eher zufällig und auf recht abenteuerlichen Wegen. Genau. Also wie gesagt, schon als Kind habe ich angefangen, so ein bisschen bei uns im Jugendblasorchester meines Heimatortes anzusagen. Und dann später wurde ich dann auch dafür gebucht, größere Veranstaltungen zu machen und bin so ein bisschen in die Modewelt als Ansagerin eingestiegen oder als Moderatorin. Und dann eines Tages war ich auch auf einer Hochzeitsmesse hier in der Nähe von Zwickau und da hat mich eben der Dr. Ralf Schaub gesehen und fand es gut, wie ich das mache. Und da hat er dann hinterher versucht rauszufinden, wer ich denn war und wie ich denn heiße und hat dann erstaunt festgestellt, dass ich zum einen Kollegin bin und noch die Ehefrau eines seiner liebsten Kollegen, sag ich mal so. Und da saßen wir dann bei uns zu Hause auf der Terrasse beim Grillen und dann hat es ein paar Glas Wein gekostet, weil ich es erst nicht machen wollte, weil ich Respekt hatte vor Kollegen. Es ist schon noch mal eine andere Aufgabe, durch so einen Ball zu führen. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich versuch's. Und dann mit viel Herzklopfen ist es mir dann aber gelungen. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und seitdem mache ich das seit 2010 und mittlerweile dieses Jahr zum 8. Mal. Wie fühlt es sich eigentlich an, vor einem ganzen Saal voller Kollegen zu moderieren? Ach, wenn man erst mal losgelegt hat, ist es auch egal, wer in dem Saal sitzt. Hauptsache, die lächeln und die klatschen und man hat das Gefühl, die fühlen sich wohl und sie sind gut unterhalten. Da denkt man nicht mehr drüber nach, dass das Kollegen sind. Das macht genauso Freude wie vor jedem anderen Publikum, wenn man das Gefühl hat, dass es ankommt und dass die Sache rund ist und gut funktioniert. Und das macht Kraus Event ja jedes Jahr toll, dass es eine gelungene Veranstaltung ist, die unterhaltsam ist, die genug Raum lässt, auch zum Unterhalten, zum Tanzen, aber eben auch kulturell gut ausgestaltet ist. Das alles ist allein über den Eintrittspreis zum Ärzteball nicht zu meistern. Ohne Sponsoren würde kein Scheinwerfer leuchten und kein Musiker zum Instrument greifen. Ganz zu schweigen von dem organisatorischen Aufwand, vom Catering oder den 1000 kleinen Dingen, die für den Erfolg eines solchen Balles notwendig sind. Von Anfang an ist hier die Sparkasse Zwickau mit dabei. Die Sparkasse sieht es schon als Verpflichtung, auch für die gesellschaftlichen Ereignisse hier einzustehen. Und der Ärzteball ist ein solches und das schafft Netzwerke. Und es ist wichtig für die Region, dass wir hier gute Ärzte haben. Insofern glaube ich, es ist ein tatsächlich Mehrwert, der am Ende entsteht, wenn wir hier eine hervorragende ärztliche Betreuung haben. Und deswegen engagieren wir uns und natürlich auch, weil Ärzte für uns eine interessante Kundengruppe sind. Der Ärzteball steigt am 18. März in der Neuen Welt. Einige Restkarten sind noch verfügbar, erhältlich beim Veranstalter Kraus Event. Immer am letzten Samstag vor den Winterferien öffnen die Schulen der Region ihre Türen für neugierige und wissbegierige Besucher. Neben Gymnasien und Oberschulen beteiligen sich traditionell auch die Berufsschulen an der Aktion. Im beruflichen Schulzentrum August Horch an der Zwickauer Dieselstraße herrschte am Samstag reges Kommen und Gehen. Gezählt wurden am Ende rund 200 Besucher, die Einblicke in das umfangreiche Bildungsangebot erhielten. Seit seiner Gründung im Jahre 1992 beweist das berufliche Schulzentrum für Technik August Horch seine Innovationsfähigkeit. Neue Projekte und Ausbildungsformen trugen dazu bei, dass sich die Einrichtung zu einem Kompetenzzentrum für technische Aus- und Weiterbildung im Landkreis Zwickau entwickelt hat. Das Besondere ist die Technik, die wir hier im Hause haben. Wir haben die Fachoberschule, wir haben die Fachschule. Alles Bildungsgänge für junge Menschen, die sich für Technik interessieren. Und die machten am Samstagvormittag rege Gebrauch von den Informations- und Besichtigungsmöglichkeiten. Sowohl in der ehemaligen Sachsenring-Berufsschule als auch im vor 17 Jahren eröffneten und vom Architekturforum Zwickau gewürdigten Anbau standen alle Türen offen. Angesprochen waren vor allem Abgänger der 10. Klasse, die in dieser Woche ihr Halbjahreszeugnis erhalten.
Diese können sich informieren, einmal über die Arbeitsagentur, über den Ablauf der folgenden Schule, über die Inhalte der Schule. Es geht von Englisch, Mathematik, Physik, Technik, die Fahrzeugtechnik steht im Mittelpunkt. Alle Fragen für den weiteren Weg können beantwortet werden. Als echte Alternative zur klassischen gymnasialen Ausbildung bietet das berufliche Schulzentrum die Fachoberschule für Technik, die zur allgemeinen Fachhochschulreife führt. Der Fachoberschulabschluss Englisch ist Voraussetzung für ein technisches Studium an der Westsächsischen Hochschule. Mitglieder des WHZ Racing Teams haben ihre Grundkenntnisse in der Dieselstraße erworben. Wie sie sich später angewendet haben, demonstrierten sie zum Tag der offenen Tür mit ihrem Rennboliden Ernst, der 2016 in der Formulastjugend an den Start ging. Aufgrund steigender Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften in der Automobilbranche wurde im Schuljahr 2004/2005 die Fachschule für Fahrzeugtechnik eröffnet, die zum staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Fahrzeugtechnik ausbildet. Für die Land- und Baumaschinenmechatroniker-Ausbildung schaffte das BSZ im Dezember einen neuen Fendt-Traktor an, der ebenfalls besichtigt werden konnte. Das Fachkabinett für Steuerungstechnik besitzt einen 3D-Drucker. Zu den Erzeugnissen gehören Bohrvorrichtungen, Kugellager, Backformen und Schlüsselanhänger. Grundlage der Leistungsfähigkeit des Berufsschulzentrums ist die vielseitige, zukunftsorientierte technische Berufsausbildung. Aber auch ohne Lehrvertrag, sowie mit oder ohne Oberschulabschluss, kann man in der Dieselstraße 17 eine berufliche Karriere starten. Genauso ist das. Wir haben also auch von Berufsorientierung bis Berufsvorbereitung im Programm. Berufsvorbereitung heißt, wir richten uns an junge Menschen, die ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und dann eine Berufsausbildung anstreben, aber noch nicht die nötige Reife haben. Also nach Klasse 8, nach Klasse 9 mit dem Hauptschulabschluss können bei uns weiter in die Schule gehen. Vielfältige Abschlussmöglichkeiten setzen ein umfangreiches Unterrichtspensum voraus. Das geht von Mathematik über Deutsch, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde und natürlich in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik Inhalte, die für die Berufsausbildung wichtig sind. Rund 1500 junge Männer und Frauen nutzen dafür die Berufsschule, die Fachoberschule für Technik sowie die Fachschule für Technik in der Dieselstraße. Weitere Interessenten dürften am Samstag mit Sicherheit hinzugekommen sein. Werbung. Jetzt Karten sichern für die große Mallorca-Party am 4. Juni auf dem Selgros-Gelände in Zwickau. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Fanshop des FSV Zwickau. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Sit down, we are still in trouble. Still in shamble, here we are. Something is in trouble. Der neue Citroën C3, so einmalig wie du. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren.
Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie in Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Ich gehe gerne in den Sportpark, weil ich fit bleiben will. Und beweglich bis ins hohe Alter. Nicht nur bis ins Alter, sondern bis ins hohe Alter. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Die 80.000 sächsischen Landesbediensteten sind am Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Die zentrale Kundgebung halten die Gewerkschaften Verdi, GEW und Beamtenbund am Mittag in Dresden ab. Die Streikenden werden aus allen Regionen mit Bussen zu der Veranstaltung gebracht. Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden im öffentlichen Dienst 6% mehr Lohn. Die Bürger von Lichtentanne müssen in einem Monat erneut an die Wahlurne treten. Zur Bürgermeisterwahl hat am Sonntag keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Die meisten Wähler stimmten für den parteilosen Bewerber Tino Obst, der auf 37% kam. Der SPD-Kandidat Frank Herwig erreichte 35%, der Christdemokrat Alexander Kessler brachte es auf 28%. An der Wahl hatten sich 61% der Stimmberechtigten beteiligt. Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Vogtland hat der Landkreis Zwickau nun ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Das Areal befindet sich an der Grenze zum Vogtlandkreis zwischen dem Werdauer Ortsteil Leubnitz über Frau Reuth und Lichtentanne bis nach Hirschfeld. Wer in diesem Bereich Geflügel hält, muss das dem Veterinäramt des Landkreises anzeigen. Die Tiere dürfen nur noch in geschlossenen Ställen untergebracht werden. Hunde und Katzen dürfen im Beobachtungsgebiet nicht mehr frei herumlaufen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Anmeldefrist für den Robert-Schumann-Chor-Wettbewerb im kommenden Jahr hat begonnen. Der Ausscheid findet vom 6. bis 10. Juni 2018 statt und damit nicht nur im Festjahr 900 Jahre Zwickau, sondern auch innerhalb des Schumann-Festes. Die teilnehmenden Chöre singen in verschiedenen Kategorien um goldene, silberne und bronzene Diplome. Im Abschlusskonzert wetteifern die besten Ensembles um den mit 2000 Euro dotierten Robert-Schumann-Chorpreis.
Die Kreismusikschule Clara Wieck lädt am Mittwoch zu einem Podium der Kleinen in die Werdauer Stadthalle Pleißenthal ein. Dabei haben junge Musikschüler im Vor- und Grundschulalter die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Los geht's 16.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Im altehrwürdigen König-Albert-Theater in Bad Elster geht es am Samstag frivol zu. Unter dem Titel Let's Burlesque präsentieren Efi und das Tier mit ihrer Band The Glanz eine mitreißende artistische Show mit großartiger Live-Musik. Die Band besteht aus herausragenden Musikern der internationalen Berliner Musikszene. Stilistisch bewegt sich das Repertoire zwischen Swing, Jazz und Chanson bis hin zu Blues und Rock. Los geht's am Samstag 19.30 Uhr im König-Albert-Theater. Werbung. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleiß. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Krawatten, Schleifen, Festmode von Van den Bosch. Hier werden Männer bestens angezogen. Mit handgefertigten Krawatten in den aktuellsten Designs, hergestellt in Zwickau. Eleganter Festmode und Businessmode in allen Größen und das zu Werkverkaufspreisen. Hochzeitsanzüge und festliche Westen in einer riesigen Auswahl, auch für starke Männer. Entdecken Sie exklusive Herrenmode zu unschlagbaren Werkverkaufspreisen. In Zwickau nur bei Van den Bosch oder im Internet unter vandenbosch-sachsen.de. Hallo, wissen Sie eigentlich, warum wir im Sachsenringchor singen? Weil Singen schön macht. Weil unser Chor eine tolle Gemeinschaft ist. Weil wir mit echten Profis zusammenarbeiten. Weil ich gern neue Stücke lerne. Aber vor allem, weil Singen riesengroßen Spaß macht. Neugierig geworden? Dann kommen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen, diese Wohnungen sprechen.
und zu ihren Bewohnern. Zukunft! Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Der FSV Zwickau hat sich gestern mit 1:1 unentschieden vom 1. FC Magdeburg getrennt. Wichtigster Mann war Torhüter Johannes Brinkies, der einige Angriffe der Börderstädter entschärfte. Marcel Bär hatte die Gäste nach 31 Minuten in Führung gebracht. Der Ausgleich gelang Magdeburg kurz vor dem Seitenwechsel per Foulelfmeter. Die Eispiraten Krimitschau laufen dem Erfolg auch weiterhin hinterher. Am Freitag hatten sie im Auswärtsspiel in Bayreuth sogar mit 3:1 geführt, ließen sich dann aber den Sieg nehmen und kamen mit 3:4 unter die Räder. Nur 2 Tage später, am gestrigen Sonntag, verloren die Eispiraten mit dem gleichen Ergebnis gegen Ravensburg. Unterdessen sind die Krimitschauer bei der Suche nach einem Co-Trainer fündig geworden. Die Stelle wird zukünftig der 41-jährige Slowene Ivo Jan besetzen. Er war bisher Cheftrainer beim österreichischen Erstligisten Graz 99. In der Handball-Sachsenliga hat der HC Einheit Plauen das Spitzenspiel gegen die zweite von HC Elbflorenz für sich entscheiden können. Am Ende hieß es 35:28 für die Vogtländer, die damit ihrem Gegner die erste Niederlage der Saison abtrotzen konnten. Mit dem Sieg verkürzen die Plauener den Rückstand auf den Tabellenführer auf 4 Punkte und bauen gleichzeitig den Vorsprung auf die Verfolger weiter aus. Wir schauen noch auf die Handball-Oberliga. Der SV 04 Oberloser hat sein Heimspiel gegen den HV Rot-Weiß Staßfurt mit 29:24 gewonnen. Bis Mitte der zweiten Hälfte war es ein umkämpftes Kopf-an-Kopf-Rennen, doch mit einer umgestellten Formation konnten die Spitzenstädter den Sieg dann an sich reißen. Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen -3 bis 0 Grad und es ist schwach windig. Hier sind die Wetteraussichten bis Freitag. Ab Mittwoch kommt es häufiger zu Auflockerungen. Regnen oder schneien soll es nicht. Nachts sinken die Werte örtlich bis auf -7 Grad. Tagsüber steigt das Thermometer bis auf 5 Grad. Mit Erstaunen habe ich festgestellt, das war meine erste Sendung, seitdem wir nun auch endlich im Vogtland zu sehen sind. Liebe Vogtländer, seien Sie mir ganz herzlich gegrüßt. Ich denke, wir werden hier eine tolle Zeit miteinander haben. Ganz kurze technische Informationen noch für alle Freunde im Vogtland. Einer von 2 Sendern arbeitet bereits. Das betrifft das Gebiet Plauen. Bei Auerbach am Karlsturm ist derzeit immer noch strenger Winter. Da können die Techniker derzeit noch nicht hoch. Aber es handelt sich hier um Tage, denke ich mal. Dann müsste auch im Bereich Auerbach alles laufen. Also geben Sie den Technikern noch ein ganz klein wenig Geduld. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Montagabend und wenn Sie mögen, bis morgen hier bei TV Westsachsen.